gibt ein Thema, was sehr schwer zu recherchieren ist, weil es nicht viel Literatur und auch nicht viele Leute gibt, die darüber reden, was in Bezug auf Wut ein sehr wichtiger Bestandteil ist, wenn man sich um sich selbst kümmern, lernen und wachsen will. Und zwar, was ist gesunde Wut? Und der einzige Mensch, der darüber ein bisschen geschrieben hat, den ich gefunden habe, wo ich sehr viel darüber gelernt habe, darüber, wie man gesund Wut ausdrücken kann, ist Dr. Gabor Maté. Das ist ein Arzt aus Kanada, der aber nach einer sehr langen Arztkarriere und auch sich dann um Sucht und Drogenabhängige gekümmert hat und dann aber irgendwann in die Traumaforschung und so gegangen ist und sehr interessante Erkenntnisse über den Menschen, über was uns eigentlich täglich plagt und wie man auch so Trauma heilt und was die Gesellschaft für Trauma-Infos hat, die schwer zu erkennen sind, während da nicht sich ein bisschen mit befasst, die uns einfach sehr schaden als Menschen, als Individuum in so einer recht kranken Gesellschaft. Und der hat da ja sehr interessante Erkenntnisse zu. Und der hat überhaupt mal angefangen, über gesunde Wut zu reden. So. Und da habe ich sehr viel gelernt. Was ist Wut? Ist eben irgendwie so eine Reaktion darauf, wenn eigentlich jemand unsere Grenzen oder unsere Persönlichkeit oder irgendwas bei uns angreift. Unser Ego, unser Konstrukt von uns selbst, auch wenn jemand sagt, ich bin Banker, und dann sagt jemand, ach, alle Banker sind geldgierige Schweine. Und dann fängt dieses Konstrukt Banker, was ich mir ausgedacht habe, quasi so, ich bin ein Banker, würde anfangen, sich zu verteidigen zu wollen. Und das gibt es ja in allen möglichen Facetten. Und wie es oft passiert, wenn wir getriggert werden durch so Kommentare über uns, so du bist dumm, oh, du siehst scheiße aus, du bist hässlich, du irgendwas, was Menschen in unserem Umkreis vielleicht mal sagen, oder du bist faul, oder ach, oder man hört irgendwie, ah, der Fabian, der hat auf der Arbeit nur Scheißarbeit geleistet, bla bla bla, oder wenn jemand lästert und man kriegt sowas raus. Es gibt so viele Gründe, warum man wütend reagieren könnte. Was wir in unserem Leben beigebracht bekommen von Kindesbeinen auf, ist Wut unterdrücken eigentlich. Weil wer als Kind wütend ist, es gibt, glaube ich, keine Eltern, die ich kenne, keine Menschen, die ich kenne, die sich wirklich mit diesem Thema Wut auseinandergesetzt haben und ein Kind produktiv dadurch leiten könnten. Also ich habe niemanden kennengelernt, der das macht, weil dazu muss man sehr bewusst sein, weil Kinder dann ja auch einen angreifen zum Beispiel als Eltern und dann irgendwie sowas sagen wie, du bist doch auch nur alleine und einsam und blöd und ich hasse dich, Mama, Papa. Und da muss man schon sehr bei sich sein und sehr viel damit auseinandergesetzt haben, damit man dann Ruhe bewahrt und das Kind quasi an der Hand nehmen kann und durch diese Emotionen führen kann. Und das kriegen wir eben nicht beigebracht, weil das niemand beherrscht, so gut wie niemand. Und deswegen ist es wichtig, mal sich das bewusst zu machen. Und was wir aber dadurch lernen, ist, dass wir eigentlich unsere Wut immer unterdrücken, weil immer die Eltern oder irgendwer schreit uns dann an, hab dich doch nicht so, sei doch mal ruhig, kannst du nicht mal so, ist doch nicht so schlimm, hör auf zu weinen, mach nicht das, bla bla bla. Es ist immer so ein, wir werden nicht akzeptiert, wenn wir Wut zeigen. Und es gibt sehr viele Menschen, besonders bei, das ist, weil ich ja viel über Introversion und so gesprochen habe in verschiedenen Folgen, besonders bei Introvertierten, aber ich glaube bei Extrovertierten genauso. Eigentlich sind wir alles People-Pleaser, weil wir auch alle Konflikte meiden wollen und nicht proaktiv, produktiv mit Konflikten umgehen können, weil die wenigsten sich in Stressmomenten förmlich korrekt und so ausdrücken können. Also meistens werden wir von Emotionen überrannt und dann sind wir entweder wütend oder werden giftig oder irgendwie reagieren wir sehr emotional, auch auf der Arbeit, auch irgendwo, dass sich Leute mal anfauchen und dass man sich nicht gesehen fühlt und so, diese ganze Sparte an Emotionen.
Was ich gelernt habe, ich will dieses Video eigentlich recht kurz halten, obwohl es ein Riesenthema ist, aber dafür, dass es nicht so lang wird, versuche ich mich ein bisschen schneller und kürzer zu auszudrücken. Wut, wenn wir sie empfinden, ist eigentlich fast schon eine sehr späte Reaktion. Wut ist eigentlich etwas, was uns beschützen will vor unseren Grenzen und unseren Werten. Also, nee, andersrum. Wut ist eigentlich da dafür, dass wir unser Selbst davor schützen, dass Grenzen und Werte übertreten werden. Das heißt, jemand übertritt die Grenze zu unserer Persönlichkeit, zu irgendwas, was uns wichtig ist. Zum Beispiel macht jemand ein rassistisches Kommentar irgendwo und wir in unseren Werten sind wir damit angegriffen und wollen uns verteidigen. Oder jemand kommt auch physisch einfach zu nah und fängt an, so auf dich anzureden. Und da, was dein Safe Space, deine Sicherheit quasi bedroht und deine Grenze, deine physische Grenze von, ey, gib mir ein bisschen Abstand, gib mir Luft zum Atmen, quasi übertritt. Wenn du dann nicht reagierst, dann baut sich Wut auf. Meistens unterdrücken wir das. Anstatt, und hier ist der wichtige Punkt, hier ist das, was gesunder Wutausdruck ist, kommunizieren von Grenzen und Werten und klares Formulieren von unseren Werten, unseren Grenzen. Das habe ich mich wiederholt. Aber wir unterdrücken eben meistens alles und dann poppt es meistens irgendwann raus, weil wir einfach über Jahre hinweg unsere Wut runterschlucken, weil wir jahrelang irgendwie Fußabtreter von Chef, von Eltern, von meinetwegen auch Partner, Partnerinnen sind oder so. Und dann platzt es oft raus an den falschen Personen. Dann platzt es manchmal, dann gehen wir nach einem ganzen Tag gestresst auf der Arbeit und unterdrückter Wut nach Hause und schreien dann unsere Partnerin oder Partner an, obwohl der überhaupt nichts dafür kann oder die. Gesundes Kommunizieren hat eben aber auch mit Angst zu tun, weil wir meistens in der Gesellschaft Angst haben, uns klar und bewusst auszudrücken und da klar und bewusst eben unsere Grenzen zu kommunizieren. Zum Beispiel, wenn ein Chef sagt so, ach, kannst du nicht noch ein bisschen, eine Stunde länger bleiben und diesen Bericht fertig machen. Und wir wissen, dass unsere Tochter Geburtstag hat, sagen es aber nicht, weil wir Angst haben, dass unser Chef uns dann nicht mehr mag. Wenn wir jetzt ein klares Statement geben wie, nein, ich habe meiner Tochter gesagt, ich bin um 16 Uhr bei ihr auf der Geburtstagsfeier, ich werde das heute nicht tun. Dann haben wir Angst vor Ablehnung, haben vielleicht auch Angst, unseren Job zu verlieren und fangen deswegen an mit dieser Kette der Unterdrückung der Gefühle. Und sind aber eigentlich voll frustriert zum Beispiel. In dem Beispiel wäre dann eben wirklich zu sagen, nein, ich habe meiner Tochter das versprochen, ich gehe heute um 16 Uhr, Punkt. Genau das Gleiche, wenn Kollegen, und das sehe ich oft auch bei, das haben, glaube ich, das Problem haben oft Frauen, dass Männer ihnen auf der Arbeit zu nahe kommen und da auch nicht formuliert wird, weil Männer dann immer so ein bisschen in ihrer narzisstischen Bubble schweben und ihrem Ego. Und weil wenn dann eine Frau mal sagen würde, ey, du kommst mir zu nah, kannst du bitte einen Schritt zurücktreten, dann können wir wieder reden, dann fühlen sich Männer meistens so angegiftet, dass sie irgendein pissiges Kommentar zurückwerfen. Aber das ist auch die Kunst, sowas dann auszuhalten, weil im Endeffekt macht uns das viel stärker, weil wir uns dafür dann in dem Moment dafür entscheiden, dass wir es wert sind, für uns selbst einzustehen. Und das ist eben was, was wir auch nicht lernen. Und das ist sehr ungewöhnlich in der Gesellschaft, wenn Leute das tun. Und deswegen reagieren viele Menschen auch erstmal total giftig, wenn jemand seine Grenzen klar setzt. Aber meine eigene Erfahrung ist, wenn du das regelmäßig tust und klar deine Grenzen kommunizierst und auch so zum Beispiel mal für Kollegen oder sowas aufsprichst auf der Arbeit oder so und sagst, ey, ich finde das nicht in Ordnung, dass hier ein paar Leute, die echt Angst um ihren Job haben, benutzt werden, um die Überstunden abzujuckeln, weil
Die haben überhaupt keine Wahl und ich finde es nicht gut, dass man diese Macht hier ausspielt. Das wäre so ein krasses Statement, mit dem du bei deinen Kollegen und deinem Chef richtig viel Respekt kriegst. Natürlich hat damit auch eine gewisse Sicherheitsvorstellung und ja, oft auch die Angst damit zu tun, dass man einen Job verliert. Und das ist halt scheiße, dass es oft so verbunden ist. Auf der anderen Seite verkauft man sich sonst sein Leben lang für anderer Leute Vorstellungen und Erwartungen, anstatt für sich selbst einzustehen. Und da ist auch ein gewisses Selbstbewusstsein halt nötig, aber Selbstbewusstsein, wie ich das definiere, dazu habe ich auch ein Video, sich selbstbewusst zu sein, was man alles meistern kann. Das heißt eben auch die Angst und dieses Betteln um einen Job oder sowas quasi abzulegen und zu sagen, Fachkräftemangel, ich finde einen neuen Job. Ich will aber diesen Arbeitsplatz, solange es geht, so formen und so schön machen, dass alle Kollegen hier irgendwie sicher und in Harmonie arbeiten können und niemand benutzt wird von den Chefs oder sowas. Und da eben quasi die Angst davor zu verlieren, auch mal eben aufzustehen und aufzusprechen. Aber da weiß ich, dass das fällt vielen Leuten echt schwer. Aber ich habe so oft in jedem Scheißjob, den ich auf Reisen gemacht hatte, jetzt in Portugal war ich ja in der Küche oder so. Das war eigentlich cool, war ein cooler Laden. Aber es gab Probleme mit, weil da waren ein paar so Brasilianer auch, die da am Arbeiten waren, die das Geld echt brauchten. Und die waren total frustriert, haben sich aber nicht getraut aufzusprechen, weil sie eben echt diesen Job brauchten. Und da gab es nicht so viele Jobs. Und da verstehe ich das auch. Dann habe ich für sie aufgesprochen, habe mal gesagt so, ey, ich finde, wie hier Morgen- und Abendschicht miteinander kommunizieren zum Beispiel, fand ich nicht gut. Da wurde es auch viel auf so eine Partei abgewälzt und die anderen mussten dann einfach spurten und die mussten dann immer Überstunden schieben und irgendwie alles selbst machen und es wurde nichts kommuniziert. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ey, Cheffe, die Kommunikation hier, da fehlt was, das ist nicht okay, können wir das nicht verändern? Und da uns wurden einfach neue Aufgaben aufgedrückt, auch in einem anderen Laden, wo ich gearbeitet hatte, oder auch im Büro in Lissabon zum Beispiel. Und wurden einfach Arbeiten weggeschiftet von einer Position zur anderen, dass die eine Position plötzlich voll überladen war und die andere nicht. Und ich sagte so, ey, wie das hier kommuniziert wird, finde ich nicht in Ordnung. Diese Arbeit dauert irgendwie 3 Stunden pro Person und jetzt schiebt ihr da nochmal das den Leuten auf, die eh schon landunter sind mit ihrer Arbeitsmöglichkeit. Und das waren für mich auch alles eigentlich Experimente in diesen verschiedenen Jobs, um genau das rauszufinden, wo sind meine Grenzen, wo will ich mich einsetzen. Und das ist meistens unangenehm. Und da kommt noch ein neuer Punkt dazu. Es fühlt sich nicht richtig, es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich richtig an, aber es fühlt sich nicht gut an, weil man für seine Grenzen einsteht, dann muss man sich darauf gefasst machen, dass eben auch Leute das nicht gut finden und einem so einen Backlash geben. Ich spüre das immer, dass meine Intuition, mein Herz sagt mir, oder ich werde auch manchmal nervös in so Situationen, wenn irgendein Meeting auf der Arbeit ist und ich denke so, das geht nirgendwo hin. Die Leute reden um den heißen Brei rum, nur um sich rauszureden. Und dann habe ich schon dieses Gefühl, so, ach, ich muss was sagen. Ja, scheiße, ich muss was sagen. Okay, dann nehme ich so alle Konzentration, nicht emotional zu werden, wirklich komplett fachlich. Dann so nehme ich meinen ganzen Mut zusammen quasi oder bereite mich so ein bisschen vor, ruhig atmen. Und dann so, also, ich sehe das so. Ich finde das nicht in Ordnung, wie ihr und die uns behandeln. Bla bla bla. Und mein Herz klopft dabei immer noch, wenn ich das mal machen würde oder so. Jetzt eigentlich nicht mehr so. Aber es war schon noch so, das letzte Jahr war es auch noch so, dass ich, das fühlt sich nicht gut an. Und das ist, warum es die meisten nicht machen. Aber es fühlt sich auf die lange Sicht gut an, weil man eben Wut gar nicht erst so aufkommen lässt, weil man in dem Moment, wo man sich,
wo man merkt, dass die Grenzen übertreten werden und Werte übertreten werden. Und so, weil man dann in diesem Moment anfängt und schon direkt handelt und quasi diesen ersten Sprung von Wut, bevor es überhaupt Wut wird, sondern wirklich einfach das Gefühl von, hier ist was nicht richtig, dem schon folgt und dann für sich einsteht oder für sich und seine Freunde, Kollegen, was auch immer. Und da gibt es so viele Varianten, wie man gesunde Wut ausdrückt. Und das ist eben Grenzen ziehen, sagen so, ey, komm mir nicht zu nahe, können wir bitte das anders besprechen? Ey, ich finde das nicht in Ordnung, wie wir hier behandelt werden. Aber auch zum Beispiel in einer Beziehung kann man auch sagen so, es tut mir leid, aber ich fühle mich immer nicht gesehen, wenn du dies und das machst oder wenn du, oder ich fühle mich einfach schlecht und ich kenne das nicht so, wenn du immer mit anderen Männern flirtest oder irgendwie so ein Kram, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein. Aber wenn es eine emotionale Reaktion hat, dann kann man auch bei Beziehungen zum Beispiel zusammen daran arbeiten und erstmal das kommunizieren, bewusst mit dem Partner, mit der Partnerin und sagen, ey, immer wenn du das machst, irgendwie fühle ich mich getriggert. Ich weiß, es ist mein Problem, dass ich da irgendein Problem mit habe, dass wenn du, keine Ahnung, mich am Telefon abwirkst, dass ich dann echt wütend werde, aber ich weiß, das ist irgendein Problem, weil meine Mutter immer gemeint und mich immer nicht beachtet hat, irgendwie sowas, wie auch immer. Aber ich habe damit irgendwie ein Problem. Und könntest du das bitte vielleicht ein bisschen darauf achten? Und ich versuche währenddessen aber auch da nicht mehr so krass zu reagieren. Und man kann das auch zusammen machen. Und es sind immer Sachen, es sind meistens echt Sachen, wo man weiß, man sollte drüber reden. Man fühlt so intuitionsmäßig, ey, krass, irgendwie nervt mich das gerade. Das geht nicht mit richtigen Dingen zu. Das finde ich nicht in Ordnung, dass Leute so über andere Leute reden oder so. Auch bei Drama auf der Arbeit, auch wenn jemand lästert. So kann das auch aussehen, gesunde Wut. Wenn Leute so über eine Kollegin lästern zum Beispiel, sagen, oh, die hat ja mit dem gepennt, oh, das ist ja voll schlimm, oh, die sieht immer so scheiße aus und bla bla. Und dann zu sagen so, ey, ich finde es nicht in Ordnung, wie ihr hier über andere Menschen herzieht. Das ist, finde ich, scheiße und ihr solltet es aufhören. Sonst werden eigentlich gar nicht drohen, einfach sowas. Und dann kommt wahrscheinlich so, ja und, was passiert, wenn wir es nicht machen? Und so, gar nichts, dann seid ihr einfach scheiß Leute, dann seid ihr einfach scheiß Kollegen. Also man kann so sehr kraftvoll seinen Standpunkt klar machen und für sich einstehen und die Werte einstehen und auch für andere einstehen. Und ich habe auch gemerkt, so ich mache das gar nicht mehr so krass für mich, weil ich auch merke, meine emotionale Reaktion ist überhaupt nicht wichtig. So, ich habe viel über mich gelernt und meine Hintergründe und durch so Vipassana Sachen, wo man so 10 Tage schweigt und meditiert und so, wo man echt so seine Gefühlswelt besser kennenlernt und sieht, wie unwichtig eigentlich ist, was so abgeht. Aber ich setze mich gerne mittlerweile für andere ein, wo ich sage, ey, die Kollegin ist voll unter Stress, können wir nicht mal was machen, damit ihr das besser geht? Auf ihr landet die ganze Zeit so der ganze Heckmeck von den ganzen Kollegen und sie struggelt voll. Das finde ich nicht fair. Sie sagt nur nichts, weil sie ist vielleicht nur die eine Werkstudentin, eine, die da total, die noch jünger ist und Schiss hat, was zu sagen und dann für jemand anders aufzustehen, seine Werte da auch klar zu machen. Ist auch ein wunderbarer Weg, gesunde Wut rauszulassen. Und nämlich nicht, dass man dann die ganze Zeit auf der Arbeit gestresst und genervt ist von allen Kollegen, weil die halt irgendwie ein bisschen unfair andere behandeln, sondern dass man wirklich dann klare Statements bringt. Und du wirst dich wundern, wie viel Respekt man damit sich erarbeitet. Weil viele Leute versuchen, sich so negativen Respekt anzueignen durch Ausnutzen von ihrer Macht.
durch laut werden, durch so cholerisches Rumschreien. Das machen viele, weil sie halt auch ihre Wut nicht kommunizieren können. Aber wenn du so, bevor du eigentlich wütend wirst, also wirklich ja, emotionsfrei quasi kommunizieren kannst. Und selbst wenn man richtig wütend ist, kann man sich selbst noch zurücknehmen und dieser Wut Luft machen, während man aber total emotionsfrei das einfach super klar kommuniziert. Du wirst das merken, wenn du damit ein bisschen spielst und das vielleicht mal ausprobierst und dann sagst, sowas wie mit der Kollegin, so, ich finde es nicht cool, wie ihr über eine Kollegin herzieht. Das finde ich nicht fair. Und in dir wahrscheinlich brodelt es. Und dieses Gefühl sagt dir einfach so, ey, da ist gerade was wichtig. Das heißt nicht, du musst rumschreien. Das heißt nur, das Gefühl sagt dir, da werden gerade Werte von dir übertreten. Und du willst eigentlich handeln. Du traust dich vielleicht noch nicht. Und so dieses Gefühl, wenn jemand gerade halt da so am Lästern ist, ist vielleicht so Herzklopfen, ist so ein gewisse Wut, irgendwas. Und dann dieses Gefühl zu nehmen, aber dann eben so klar zu kommunizieren, dass es am Ende nicht halt im Raum verpufft, weil du einfach so, könnt ihr mal nicht aufhören, sondern ey, ich finde das nicht in Ordnung. Bitte unterlasst das. Und ja, recherchiert mal Healthy Anger, Dr. Gabor Maté, der hat da auch interessante Sachen zugesagt in diversen Interviews und in seinen Büchern geschrieben. Und also im Deutschen wird es dann halt gesunde Wut, glaube ich, heißen, dieses Phänomen. Und das ist, finde ich, so wichtig, weil ich glaube, wir alle darunter leiden, dass wir uns, ja, so, dass wir so People-Pleaser sind, dass wir konfliktscheu sind. Und das wäre eben auch, ist auch ein Weg, um eben Konflikte, bevor sie zu groß werden, korrekt und irgendwie schön förmlich anzusprechen und auszudiskutieren, damit sie nicht zu so einem emotionalen Krieg werden. Ich hoffe, das hat geholfen. Ich werde vielleicht sogar noch ein Video zu dem gleichen Thema machen, mit vielleicht noch mehr Herangehensweisen. Aber irgendwie lag es mir auf dem Herzen, dass ich jetzt endlich mal darüber rede, damit mal was draußen ist, damit ihr dann anfangen könnt, vielleicht auch euch selbst darüber zu informieren. Weil für mich war das ein Game Changer, als ich so da mal drüber gelernt habe, wie man eigentlich gesund mit Wut umgeht. Und das ist eben im Endeffekt dieses bewusste Durchsetzen und Kommunizieren von Grenzen und Werten ist. Bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, denke daran, Gefällt mir zu drücken, den Kanal zu abonnieren und überlege, welchem deiner Freunde dieses Video ebenfalls helfen könnte. Links zu meinem Podcast, Blog, Instagram und Mentoring findest du auf fabianfort.com und ein besonderer Dank geht an alle, die mich auf Patreon unterstützen. Ich wünsche dir nur das Beste auf deiner eigenen Reise zu mehr Authentizität und Freiheit. Bis zum nächsten Mal.